So, weiter geht's heute mit der Let's Play Assassin's Creed Origins. Wie machen wir da weiter? Wir sollen den Bogenschützen, den Infiltrator und den Signalgeber töten. Na dann, auf geht's. Ich weiß nicht, ob wir tatsächlich so einfach da reinkommen. Wie sehe ich aus? Ich möchte. So, der war tot. Das war ein Betrüger. Ein Römer, der die Königin töten wollte. Ich tue euch einen Gefallen. So. Et damo vos in consumation. So. Dann haben wir. Wen haben wir jetzt gerade getötet? Ich weiß gerade, ich hab jetzt nicht drauf geachtet, wen ich jetzt. Gut, den Bogenschützen müssen wir jetzt, werde ich als nächstes jetzt killen. Oder ohne den Bogenschützen ist der Signalgeber auch nichts. Warte mal, der Signalgeber ist oben auf dem Dach, ne? Das heißt, wir werden wahrscheinlich hier den hier als nächstes töten. Das dürfte der Bogenschütze sein. Und ja, so viele Feinde waren es jetzt auch nicht. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Ist mir gerade egal. Das war jetzt nicht fair. Verarschen? Wo ist denn da noch einer? Da! Alter, aber... Tot. Meine Fresse. So, das war der nächste. Tun wir uns den. Was? Das war nicht der Bogenschütze, das war der Signalgeber? Ich dachte mir, der Signalgeber ist der oben auf dem Turm. Er hat ja gesagt, holt die Position, aber mit dem Turm wird das Signalgeber passen? Okay. Scheinbar nicht. Ich muss mal hier hoch. Tschüssi. Das war auch das Letzte, was du gesagt hast, du Trottel. Wo ist er denn? Sag mal bloß, ist der gerade freiwillig? Ist der gerade runtergefallen? Ist der gerade da runtergesprungen? Der ist im Tod gesprungen! Jetzt haben wir dich auch tot. Aber wo ist der Nächste? Ist denn jetzt noch einer? Ich wurde gerade beschossen. Ja, das habe ich schon gesehen. Wo ist denn der jetzt? Warte mal, da hinten irgendwo. Der ist bestimmt...
bestimmt oben irgendwo, ne? Da bist du! Da bist du gewesen! Sehr schön, haben wir die jetzt auch weggesnickt. Oh, Taps. So, kehre zu Kleopatras Dings zurück. Sollte das immer von der Folge so passen, weil der Länge her, werde ich das nochmal an die andere Folge mit dranhängen. Ah ja, meine Liebe. Ich habe Bayek. Ach, du riechst nach Meer. Die hohe See hat... riecht nach Fisch. Aber jetzt bin ich dein. Freunde. Septimus oder was? Ich bin verwundet, Aya. Beschütze die Königin. Ich schaffe das hier, Liebste. Die sogenannte Königin. Das Thronsaal wird zu deinem. Wer von euch trägt den Namen Venator? Unser Anführer! Und du wirst nicht... So, der ist tot. So, haben wir noch einen oder was? Oder war es das schon? Venator! Da ist er doch! Deine Königin ist eine ehrlose Schlampe. So spricht man nicht über eine Göttin. Wenn du der Beschützer Ägyptens bist, dann wird das Land jeden Moment mit dir untergehen. Rede weiter, solange du... Willst du mich flachsen jetzt? Ja, nee, ist klar, Alter, wie schnell bist du ja? Den habe ich ja auch noch getötet, aber okay, why not? So. Da. Also wir müssen das nochmal neu machen. Also die Nummer. Deine Königin ist eine ehrlose Schlampe. So spricht man nicht über eine Göttin. Wenn du der Beschützer Ägyptens bist, dann wird das Land jeden Moment mit dir untergehen. Rede weiter, solange du noch einen Kopf hast. Warst du im Bordell? Und hast meine Arbeit bewundert? Deine Einschüchterung ist lahm. Komm! Von dir. Du Scheißkerl. Glaubst du, du könntest einen unserer Pläne ändern? Du wirst gleich sterben. Das ist genug Änderung für mich. Tod der Kleopatra! Wir sind die Babylonier und Ägypten gehört uns! Hurra! Meine Krieger hast du bezwungen, aber mich noch nicht! Alter, du wirst mich... werden nicht reichen. Lass die Königin... Was? Mach ruhig weiter! Mann! ...liegt im Tod. Wenn der Tod Würde erfordert, muss ich dich auszeichnen. Dann verdienst du die allerhöchste Ehrung. Weißt du, fragst du jetzt? Halt auf, Herbie, jetzt! Hör auf damit! Hör auf damit! Fuck you, ey. Ich muss hier natürlich bis auf Zeit... Willst du mich faxen jetzt? Hör ab jetzt von mir! Mann!
Diese Scheißdinger da, weil die noch im Wege standen, weil die Scheißfässer da noch im Wege standen. Damit wir Messer haben, die da hier sind, damit du nicht vorbeikommen kannst. Ah, der hat noch ein bisschen. Deine Königin ist eine ehrlose Schlampe. So spricht man nicht über eine Göttin. Wenn du der Beschützer Ägyptens bist, dann wird das Land jeden Moment mit dir untergehen. Rede weiter, solange du noch einen Kopf hast. Warst du im Bordell? Und hast meine Arbeit bewundert? Deine Einschüchterung ist lahm. Komm, ich befreie dein Kar von dir. Scheißkerl, glaubst du, du könntest einen unserer Pläne ändern? Du wirst gleich sterben. Genug Änderung für mich. Tod der Kleopatra! Wir sind die Gabinianer und Ägypten gehört uns! Hurra! Deine Krieger hast du bezwungen, aber mich noch nicht! Zwei Äxte werden nicht reichen. Lass die Königin sterben. Die einzige Würde, die sie noch hat, liegt im Tod. Wenn der Tod Würde erfordert, muss ich dich auszeichnen. Dann verdienst du die allerhöchste Ehrung. Verpiss dich doch mit deiner scheiß Axt jetzt! Ah, da. Nein, 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 hör auf damit! Nein! So. Guck, guck! Ich muss jetzt wieder ran, damit ich den wegholen kann. Vielleicht nämlich nicht mehr. So, geschafft. Platz in der Duat für deinen Bruder Septimius warm. Geschafft. Alter Mann! Oh, bist du verletzt? Ich habe eine Fleischwunde. Hey. Mir geht's gut. Jetzt tut mir nichts mehr weh. Unser Verstand tobt. Was wir auch tun, man drängt uns immer weiter. Noch ein Versuch, uns auszulöschen. Meine Königin, ruht und erinnert euch. Wir müssen nicht ruhen. Bevor ich den Weg abnehme. Wir haben dieses Bürgerkriegs in Sicht. Wir brauchen den verfluchten Thron. Unser Thron verrottet in den Händen unseres Bruders. Lasst Foxy das Schiff vorbereiten. Wir treffen uns mit Pompeius. Unser letzter Ausweg. Ihr zwei geht voran und sagt ihm, dass wir kommen. Ja, meine Königin. Bayek, wenn wir nicht zuerst bei Pompeius sind, dann Septimius. So. Bringe Aya zu... Ich wollte den kurz mal noch den Typen weglegen. Ins Wasser legen. Das machen wir nämlich auch noch schnell. Einmal mitnehmen. Die Gabinianer haben uns eine Feluke mitgebracht. Nett von ihnen. Na, tschüss. So. Gut. Wo müssen wir hin? Ach, hier zum Schiff. Okay. Warte mal, dann nehmen wir das mit. Nehmen wir das Schiff mit hin. Ja, da hinten treibt er. Also wird es doch eine eigenständige Folge werden. Naja. Das ist der Drahtzieher.
Er ist der Mann, den wir der Verschlingerin opfern müssen. Was ist mit Potinos? Auch er wird Futter für die Verschlingerin. Dann kehren wir nach Hause zurück. Wir kehren nur in Gesellschaft Kleopatras nach Hause zurück, um den Sivanern zu zeigen, was sich verändert hat. Was wir verändert haben. Wie läuft es auf deiner Triere? Gut. Foxy, das hat mir das Kommando über... Warum lieben wir uns nicht jetzt und hier? In diesem Schiffboot? Nutzen wir diese seltenen gemeinsamen Momente, bevor dein neuer Beruf als Retterin von Ägypten dich mir wieder entreißt. Du machst Witze, aber es ist nicht lustig. Es geht um etwas Großes. Dieses Land befindet sich im Bürgerkrieg, das lässt sich nicht einfach leugnen. Überall herrscht Elend. Ich liebe dich, Aya. Und wir sind Magi. Wir dienen und beschützen, aber wir arbeiten allein. Aber vergiss nicht, Kleopatra ist auch Ptolemäerin. Sie ist nur das Bessere von zwei Übeln. Wir müssen etwas Großem dienen. Welcher großen Sache? Wir sind Eltern. Also doch. Wir waren Eltern. Ich liebe dich, Bayek von Siva. Aber was wird nur aus dir? Klar, der. Aber das war jetzt nicht beabsichtigt. Na toll. Egal, wir gehen zu Fuß. Kommt ihr jetzt mit oder was? Ja. Der Tod liegt in der Luft. Ich kann es riechen. Ich gewöhne mich langsam an faulendes Fleisch. Sind das Leichen? Ja. Römer. Götter. Der Nil wird viele Monde lang rot fließen. Alter Verwalter, wie viel hier rumliegt. Osiris hat viel zu tun. Das sind Römer. Einer von Ptolemäus Mistkern. Ach. Septimius war schneller. Lustig, wie alle großen Männer irgendwann zu Wurmfutter werden. Das hier begräbt all unsere Ambitionen. Nein. Nein, das kann nicht sein. Wo ist Cäsar? Er ist jetzt in Alexandria. Er wird schwer bewacht, also gibt... Bringt uns zu ihm. Wir kommen zu Cäsar. Und wenn wir durch die Kanalisation des Palastes kriechen müssen. So, das war die Quest. Der Weg der Gabiana. Wir sind fast Level 32 bald schon. Wie haben wir denn jetzt so? Ah ja, Klinge der Göttin. Das ist mit einer der nächsten letzten Missionen. Und das sehen wir uns dann, liebe Leute, erst in der nächsten Folge waren bei Let's Play Assassin's Creed Origins. Tschüss.